Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Homefront. Ja, ich hab's mir heute ausgeliehen, weil ich doch gerne sehen will, was das Spiel denn jetzt endgültig auf dem Kasten hat, sag ich mal. Und da dachte ich mir, warum soll ich nicht gleich ein LP daraus machen? Und so, wir fangen auch direkt eine neue Kampagne an. The torpedo that sunk the Chunun and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. Our Republic's unity, North and the United States will carry it, and the economy and industrial development will carry it. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling... Kill the good communists! There's a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Alles klar, Leute. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das ging selbst mir ein bisschen zu schnell, was da geschrieben worden ist, beziehungsweise gesagt worden ist. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, im Großen und Ganzen ist Kim Jong-il, der koreanische, nordkoreanische Präsident, ist gestorben. Sein Sohn ist an die Macht gekommen, hat Koalition war das nicht, hatte er Südkorea mit eingenommen zu einem vereinten Korea und ist dann ausgetickt, so wie viele Diktatoren. Und hat irgendwie Japan angegriffen, die haben kapituliert und jetzt greifen die Amerika an. Und deswegen müssen wir natürlich den amerikanischen Super Soldier spielen und ganz Korea zurückschlagen. An die Wand! Robert Jacobs, warum widerstrebt es Ihnen so sehr, Ihrem Land zu dienen?
Wir wissen, dass sie alles verloren haben. Aber sie müssen Trost in dem finden, was Patriotismus ihnen bieten kann. Unser großer Führer Kim Jong-un wird sie lehren, die natürlichen Ressourcen ihres Landes freizusetzen, um allen Wohlstand zu bringen. Das ist unser Geschenk an Sie. Und Sie? Sie haben uns gezwungen, Ihre Hingabe an die amerikanische Sache zu untersuchen. Bringt ihn weg! Okay, was ist hier los? Los, weiter! Augen geradeaus, in der Reihe bleiben! Los, Jake! Los, aufstehen! Okay, die ganzen Soldaten sind Koreaner. Los, in den Bus! Niseki, komm zur Reihe! Okay. Alter. Lassen Sie mich gehen, ich habe nichts getan. Und die Tüte über dem Kopf. Oh Gott. Das ist Scheiße. Nicht die Scheiße. Alter, was war. Der wird einfach zusammengelatscht. Die werden gefoltert. Alter, was ist denn hier los? Wahnsinn. Hey, Mann. Ist auch Blut? Ich glaube, die sammeln uns alle ein. Die haben meine Familie. Wenn ich nicht tue, was die sagen, sehe ich sie nie wieder. Was ist das? Nicht, nicht hinsehen. Schau sie bitte nicht hin. Oh, das ist heftig. Gehört, da hieß es, dass sie diese Scheiße im ganzen Land abziehen. Immer wenn der Widerstand an Boden gewinnt, kommt die KVA und wir müssen dafür zahlen. Okay. Das ist Brennstoff für die Arbeitslager. Die meisten Leute kommen da nie mehr raus. Das ist ja schon ein bisschen, Ihre Hände müssen hier und wieder. Ja, Dritte Reich-mäßig, oder? Alter, ohne Witz, so schnell kann doch keiner lesen, das ist der Wahnsinn. Schon mal bemerkt, wie schnell die Leichen verschwinden? Massengräber, habe ich gehört. Okay. Hey, wenn wir ankommen, wo immer das ist, müssen wir zusammenhalten, okay? Wir müssen nicht mehr aufpassen. Wow. Mir später danken. Okay. Nimm die Waffe. Mir nach. Oh Gott. Okay, Leute, das ist jetzt schon mal viel zu langsam. Ich muss kurz umstellen, Steuerung. Ein bisschen die Empfindlichkeit höher stellen. Gut. Alles klar, gehen wir weiter. Schön, dass du Connors Plan überlebt hast. Rihanna. Raus aus dem Bus, sie kommen! Wir müssen weiter. Wahrscheinlich ist nach der Nummer die gesamte KVA hinter uns her. Da kommt die Kavallerie. Runter vom Parkplatz! Sie haben uns entdeckt! In den Laden! Alter! Runter! Sie schneiden uns den Weg ab! Kim. Komm,
Hoffentlich bist du diese Rettung. Alter, hallo? Weißt du überhaupt, mit wem du redest hier? Wir brauchen dich, Jacobs. Fang an zu schießen! Ziel auf den Kopf, jede Kugel muss treffen. Okay. Hinter den Rücken. Zieloptik. Was stand da? Ich hab das nicht gelesen. Alter, komm her, Junge. Mach keinen Scheiß jetzt. Es gibt kein Zurück. Du hast koreanisches Blut an den Händen. Du bist jetzt beim Widerstand. Na, damit habe ich kein Problem. Sie kommen durchs Dachfenster. Bleib unten und geh in Deckung. Irgendwie. Also so direkt wie die Steuerung von Call of Duty ist es nicht, Leute. Nimm alle Magazine, die du findest. Lass dem Feind keine Munition übrig. In der Nähe ist eine Tankstelle. Okay, die gefällt mir schon viel besser, die Waffe. Ich kenne eine Abkürzung durch die Vororte. Wir müssen außer Sicht bleiben, bis es hier ruhiger ist. Schieß erstmal mit der Pistole. Wer weiß, wie viel Munition man hier kriegen kann. Welche Gasse wurde? Ich dachte, das sollte nur ein schneller Überfall werden. Oh Gott. Das ist ja Rennen. Wie langsam ist denn der Typ? Okay, scheiße. Na egal, was soll's. Wir rein? Natürlich, Alter. Soll ich nach vorne gehen? Mach ich doch gerne. Ja, Mann! Alter, die machen wir fertig! Wo denn? Wie denn? Hat der die Granate jetzt geworfen? Okay, sieht ein bisschen komisch aus, oder? Klar. Welche Schwierigkeitsgrad spiele ich eigentlich? Ich weiß es noch nicht. Moon alle. Okay, zumindest hat er die Fachsprüche drauf. Hä? Das sieht gar nicht so aus, als würde er eine Granate. Guckt euch das mal an, da fliegt ja gar nichts. Da schießen wir auf die Subsäulen, aber das will ich nicht probieren. Aber bin ich zu blöde, den Typen zu treffen? Was? Für mich nicht. Alles klar. Immer weiter schießen! Boah! Alle noch in einem Stück? Wir zählen später nach. Wir müssen weg, bevor Verstärkung kommt. Alles klar. Wow. Gehen wir mal weiter. Boom, hier ist Connor. Wir haben den Piloten. Keine Sorge, nur eine Tankstelle. Sollte sie etwas aufhalten. Sind unterwegs zur Revere Road. Wir treffen uns dort. Keine Zeit für Diskussion. Connor, Ende. Was war das denn? Boone glaubt, es sei zu gefährlich, sich unter die Leute zu mischen. Er würde lieber die ganze Operation riskieren, als ein paar Hausbesetzer zu stören. Beruhig dich, er will nur auf Direkt auf den Pentagon-Raketentest Nordkoreas gescheitert. Trotz laufender Gespräche, um Nordkorea davon zu überzeugen, sein Atomprogramm aufzugeben, hat die Isolationstische Land ab 3:30 Uhr morgens. In Klammern 2:30 Uhr nachmittags, bla bla bla. Eine Reihe von Raketentests ausgeführt, die 5 Stunden andauerten. Der Test mit einer Raketen vom Typ Tapeodong 2, was ist das denn? Eine Variante der Scud-Rakete aus der Sowjet-Ära.
schlug laut offiziellen Berichten 40 Sekunden nach dem Start fehl. Alles klar. Ja. Die USA, Japan und die UN haben die Tests scharf verurteilt, die Pyongyang hiermit das Abkommen zum Stopp von Raketentests verletzt. Dieses Abkommen trat in Kraft, nachdem ein Raketentest 1998 über Japan fehlschlug. Super. Passen. Okay. Klar, und wer passt auf uns auf? Ist das jetzt Hintergrundstory zu dieser fiktiven Handlung? Aber das hört sich ja eher, sag ich mal, realistisch an, oder? Nicht schießen! Scheiße, ein Panzer! In Deckung bleiben, bis er vorbei ist. Ich mach das Master Chief-mäßig, springe ich auf die Scheiße drauf, werf die Granate rein und BAM! Alles ist weg. Ich glaube, die haben uns nicht gesehen. Ich kann ja auch einfach mal jemanden abschießen. Darf ich schießen? Oder rennen wir vorbei? Jetzt, los! Halte zum Sprinten. Das ist ja nicht unbedingt Sprinten, weil das ist ja lässig laufen, ne? Das macht ja jeder Freizeit-Rentner-Club schneller. Alles klar. Aber was soll's. Gehen wir weiter. Tolle Abkürzung. Ist sie jetzt schon außer Atem? Hätte nicht gedacht, dass sie uns die ganze Armee auf den Hals hetzen. Was hast du erwartet? Das war ein Hornissennest. Ich kenne deine Akte, Jacobs. Hoffentlich stimmt das alles. Oh, Leute, ich werde das, glaube ich, nicht vorlesen. Wer das lesen will, einfach Start drücken. Pause meine ich. So, das sollte reichen. Ruhig, gehen wir weiter. Connor. Boone weiß schon, warum er ihn ausgesucht hat. Ein Pilot mit Kampferfahrung? Wir hätten sicher auch einen finden können, ohne von einem Panzer verfolgt zu werden.